Matteo und der Valentinstag. Schönen guten Morgen, ihr zwei. Morgen, Papa. Mwah. Was soll denn das? Heute ist Valentinstag, Theo. Da soll man jeden küssen, den man liebt. Küssen? Dann willst du deine Valentinskarte wohl auch nicht. Danke, Mama. Die ist auch von mir, Theo. Die ist aber lustig, danke. Ach, hier seid ihr. Seht doch mal, was ich von Opa bekommen habe. Ja, und ich verschenke noch was. Das hier ist für Uroma. Und ich werde es ihr gleich nach oben bringen. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Valentinstag. Hallo, Theo. Tag, Elsie. Einen schönen Valentinstag. Dankeschön. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Theo ist mein Freund, das weiß ich genau. Das ist aber wirklich total schön. Das Gedicht ist von mir. Schön, dass es dir gefällt. Es tut mir so leid, dass ich keine Valentinskarte für dich hab, Elsie. Die für Mama und Papa habe ich auch völlig vergessen. Na, dann bastel doch einfach eine Karte. Ich müsste mehr als eine Karte machen. Also eine für Uroma und natürlich auch eine für Oma und Opa. Das sind schon drei Karten mehr. Ich habe eine Idee. Du bastelst einfach eine große Karte für deine ganze Familie. Die Theo-Familien-Valentinskarte. Das ist eine super tolle Idee. Ich glaube, hier muss irgendwo ein Familienfoto drin sein. Du, Theo, bist du das hier? Ja. Hier, sieh mal. Du und ich. Hey, das ist ja dein Opa mit seinem Rennrad. Da hat er aber eine komische Frisur. Ach, aber ich finde hier nirgendwo ein Familienfoto. Es geht schneller, wenn du eins malst. Auch eine gute Idee. So, ich bin fertig. Mehr Leute hätten auch nicht auf die Karte raufgepasst. Aber das Bild ist längst nicht so schön wie eine echte Valentinskarte. Aber du könntest doch deine Karte in einen Rahmen stecken. Dann sieht's aus wie ein Bild. Ja, und den Rahmen könnte ich noch dekorieren. Mit irgendwas ganz Besonderem, was mit meiner Familie zu tun hat. Wir müssen uns merken, wo wir alles hergeholt haben, damit wir später auch wieder zurücklegen können. Also Uromas Seidenfaden war in ihrem Nähkörbchen. An wen hast du denn bei diesem Bild gedacht? Na, an meine Mama. Sie isst so gern Bananen. Und immer, wenn ich den Magnet-Smiley im Kühlschrank sehe, muss ich an sie denken. Und die Briefmarke gehört zu Papa. Die habe ich drüben in der Schublade gefunden. Und die kleinen Herzen habe ich in der Küche gefunden. Die passen zu meiner Oma. Damit dekoriert sie ihre Kuchen und Kekse. Und Opas Bindfaden und das Tütchen mit Blumensamen habe ich auf dem Gartentisch draußen gefunden. Alles klar. Und an wen hast du bei den Eiswaffeln gedacht? Na, an mich natürlich. Du weißt doch, dass ich Eis mag. Das mag ich auch. Na, ihr zwei, ich suche gerade meinen Bindfaden. Und meine Blumensamen habe ich auch irgendwo verbummelt. Ich weiß doch genau, dass ich sie hier irgendwo hingelegt habe. Wir bringen lieber alles weg, damit keiner merkt, was wir hier machen. Ach, ich dachte, dass ich hier vielleicht meine Kuchendekoration finde. Die kleinen Herzchen, wisst ihr? Naja, dann müssen sie wohl in der Küche sein. Ob deine Familie böse ist, dass wir uns ihre Sachen ausgeliehen haben? Das glaube ich nicht. Wir geben ja alles zurück. Na los, gehen wir in den Garten.
im Garten wird uns bestimmt keiner stören. So, und den lustigen Smiley packe ich zu Mamas Füßen. Der Bindfaden sieht aus wie die Haare von deinem Opa. Hallo, Kinder. Weißt du, wo meine Briefmarke ist, Zeo? Hallo, Papa. Oh, das sieht ja interessant aus. Opa hat doch so viele Briefmarken. Ja, eine gute Idee. Ich borg mir eine von ihm. Ich glaube, wir sollten deine Valentinskarte irgendwo anders machen. Fertig? Das ist die Zeo-Familienkarte. Ach, sieh mal, Pock will uns da irgendwas geben. Klar, wahrscheinlich will er uns damit sagen, dass hier überhaupt nichts von ihm dabei ist auf meiner Familienkarte. Dankeschön, Pock. Deine Feder macht das Bild noch sehr viel schöner. Und dir danke ich auch, Elsie. Ohne dich hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Nichts zu danken. Ich mag Valentinskarten sehr gern. Oh, ich muss nach Hause. Wir essen gleich. Ich hoffe, dass deine Karte allen sehr gefällt. Bis dann und vielen Dank nochmal, Elsie. Hat Spaß gemacht. Aber es gibt da noch jemanden, für den ich keine Valentinskarte gemacht habe. Aha, hier ist es ja. Hä? Was ist da, Zeo? Ich meine das hier, ein Foto von Elsie und mir. Also das ist aber wirklich ein sehr schönes Foto von euch beiden. Was hast du damit vor? Damit will ich ein Geschenk für Elsie zum Valentinstag machen, weißt du, Opa? Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Aber in einem Rahmen wäre das Bild noch viel schöner. Na, dann komm mal mit. Ich habe genau das Richtige. Aha, sehr gut. Das passt ja ganz perfekt. Ich wusste, dass ich diesen Rahmen irgendwann brauchen würde. Dankeschön, Opa. Gut, dann bring's ihr gleich mal. Nein, noch nicht. Ich will den Rahmen noch ein bisschen dekorieren, bevor ich ihr das Bild schenke. Das gefällt mir. Das hast du sehr geschickt gemacht, Zeo. Also, jetzt kannst du es doch Elsie geben. Nein, nein, Opa. Eine Sache fehlt jetzt noch. Rosen und Veilchen, die riechen ganz stark. Ich gehe immer gern mit dir in den Park. Das ist dir gut gelungen. Bravo, Zeo. Aber Elsies Gedicht für mich war noch viel, viel schöner. Ihrs war einfach perfekt. Dann mach doch einfach ein anderes. Ist gut. Rosen sind rot und Eiscreme ist blau. Nein, das ist doch Blödsinn. Warte mal. Rosen sind rot und alle Tulpen sind gelb. Ach, also mir fällt nichts ein, was sich auf gelb reimt. Außer Geld vielleicht. Jetzt kommt ihr zwei. Das Essen ist fertig. Die Wiese ist grün, ich finde dich schön. Ich sehe so gern Mäuse, doch nicht so gern Läuse. Dankeschön, mein Junge. Ich finde deine Karte toll. Die ist für alle, die ich lieb habe. Ach, und ich finde deine Idee auch so hübsch, lauter Sachen neben uns ranzukleben. Ich habe alle Sachen gesucht, die typisch für euch sind. Ich bin froh, dass ich jetzt mein Smiley wieder habe. Und ich freue mich über die Briefmarke. Du kannst sie zurückhaben, Papa. Denn ich habe sie ja nur für das Bild gebraucht. Nein, nein, ich werde sie dran lassen. Jetzt weiß ich ja, wo sie ist. Und meine Herzen sollen auch da bleiben, wo sie sind. Die sehen entzückend auf deinem Bild aus. Gut, danke, Oma. Und meine Frisur gefällt mir ausgezeichnet. Du bist wirklich ein sehr lieber Junge. Das ist die schönste Valentinskarte, die ich jemals gesehen habe. Das muss ich sagen. Ich wünsche uns allen einen ganz tollen Valentinstag. Hey, Zeo, hat sich deine Familie über deine Karte gefreut? Ja, ja, und wie? Das hier habe ich für dich gemacht, Elsie. Schönen Valentinstag. Rosen sind rot und Veilchen sind blau. Elsie ist die coolste, das weiß ich genau. Die Blumen sind schön, das weiß alle Welt. Du bist meine Freundin, was mir sehr gefällt.